Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bauerhaus im Montagmorgen? Halb acht. Ich stehe da auf meinem Kartoffelfeld hier in der Sorte Agria und rode da ein Probemuster für die Teralog. Dort verkaufe ich meine Kartoffeln und die wollen wissen, wie viel Ertrag in dieser Gegend zu erwarten ist. Auftrag ist 5 Meter roden, mit dem Karst natürlich von Hand, mit dem Karst, ich weiß nicht, auf Hochdeutsch, die Hacke oder sowas. auf Berndeutsch ist der Karst. Ich rode die, habe die Pflanzen gezählt, ich habe auf 5 Meter 18 Kartoffelpflanzen und der Ertrag ist da hier in der Harasse. Der Ertrag lässt sich auch schon gut abschätzen anhand der 5 Meter und anhand was in dieser Kiste ist. Ich habe da auch schon 5 Meter gerodet und die Kiste war fast voll. Das heißt, bei mir, ich möchte nicht gerade sagen, halber Ertrag. Die wachsen noch ein bisschen, die sind noch grün, die Stauden. Man sieht, ein Drittel weniger, ganz sicher. Und hier das Formular. Aufgeschrieben wird Produzent, Wohnort, Sorte. Reihenabstand, Anzahl Pflanzen auf die 5 Meter, bewässert, ja, nein, grün, ja, nein, konventionell Label oder Bio, bei mir ist da konventionell angekreuzt. Ja, das wäre das erste Muster, Sorte Agria, dann habe ich noch 1,5 Hektaren Victoria, die sind anschließend an die Agria. Daraus sind da die Victoria, da hole ich jetzt auch gleich ein Muster. So, jetzt die zweite Sorte, Sorte Victoria, ist hier 1,5 Hektaren habe ich davon. Jetzt werde ich da hier auch 5 Meter Probemuster roden. Ich nehme da die ersten oberen von Hand weg und die unteren dann mit dem Karst. So, was ich auf jeden Fall sehe, ist die Erde. Die Erde ist krümelig. Das lässt sich leicht roden. Da habe ich keine Angst. Ich habe im Frühling gut gearbeitet. Ja, wenn ich jetzt da die zwei Muster in meiner Harasse vergleiche, sehe ich, dass da die Victoria eher ein bisschen größer sind als die Agria, aber Menge gibt es nicht mehr. Ich glaube, ja, es sieht so aus. So, beide Muster angeschrieben. Ich habe bei beiden Sorten auf 5 Meter 18 Pflanzen. Es gibt eine Pflanzdistanz von 27 cm. Ich denke, ja, ich habe die auf 26 pflanzen lassen oder so. Ja. Schnell nach Hause fahren, es ist auch schon nach 8. Waschen und Kartoffeln im Brunnen waschen und in die Teralog bringen.
Machst du bis zum Handy. So, jetzt muss ich gewaschen. So für Victoria. Das ist ein ganz schlechter hier. Ja. Recht schlecht, der wenig drauf. Wenn man so einen laufenden Brunnen hat, der ja raus, ja rein, immer läuft. Auch wenn es trocken ist. Hinter mir werden die Kartoffeln von Hand verlesen, gewogen, auch kalibriert gewogen, damit man da den Ertrag auf die Hektare errechnen kann. Ein rechtes Balloxenlager. Wollen wir mal schauen, wie das den Herbst durchgeht. Ich denke, diesen Herbst werden die besser verfügbar sein als letzter Herbst. Da war nichts mehr auf dem Platz letzten Nacht, als ich oben war.